Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Entscheidungen für uns selbst sind auch immer Entscheidungen für die Zukunft. Fissmann begleitet Laura Dahlmeier im Hier und Jetzt. Zusammen sind wir daheim am Start. Als Leistungssportler ist es überwiegend extrem stressig, stehst immer im Fokus, du willst abliefern. Sobald das Piepsen ertönt, gibt es nichts anderes als wirklich nur dieses Rennen. Ich habe Biathlon gemacht, bis ich 25 Jahre alt war und habe eigentlich alles erreicht, was ich mir jemals vorgenommen habe. Ich habe mir dann schon die Frage gestellt, wie geht es eigentlich weiter? Was will ich noch erreichen? Ich kann mir nie vorstellen, irgendwo zu leben oder daheim zu sein, wo keine Berge sind. Für mich ist es ganz wichtig, wenn ich baue, dass es sich irgendwie einfügt in die Landschaft. Aufgrund dessen haben wir uns dann auf einen Holzbau entschieden. Bergtourismus, das ist Fluch und Segen zugleich. Es ist ganz viel Potenzial, aber wir müssen natürlich auch extrem aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ja, ich habe einen Tipp bekommen, hierher zu fahren ins Priestereck. Da sind Systeme geschaffen worden für nachhaltige Energiegewinnung. Und werde da einen Fissmann-Mitarbeiter treffen, der weiß, wie es geht, wie es läuft und wie was funktioniert. Und ich hoffe, ich kann das ein oder andere mitnehmen für unser Projekt. Wir befinden uns hier im Priestereck. Das ist ein Chaletdorf. Es ist natürlich toll, dass Laura sich hier die Anlage anschaut. Es war von Haus aus die Vorgabe, hier CO2-neutral zu sein, das anderen Menschen zu zeigen, damit diese das auch umsetzen. Eine der Hauptquellen hier ist die Wärmepumpe. Also eine Wärmepumpe entzieht ihre Energie entweder aus der Erde, der Luft oder dem Grundwasser und gibt diese dann ans Gebäude ab. Was das Thema Energie betrifft, habe ich sehr, sehr viel mitnehmen können, weil ich es mir einfach live anschauen durfte. Also ich habe gesehen, wie es ausschaut, wie es sich vielleicht auch anhört oder dass man eben nichts hört. Wenn hier der Bedarf vor Ort ist, dass man eingreift, kann ich das großteils von zu Hause aus, vom Sofa machen, über das sogenannte Energy Management System hier zugreifen. Und in derselben Funktion gibt es das auch im kleinen Bereich für Endanwender. Mit der WeCare App kann Laura einfach alles, was von Fissmann bezogen wird, steuern, regeln, überwachen. Ich bin auf jeden Fall einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen, was die Hausbauplanung betrifft und habe gesehen, wie diese Systeme verzahnt ineinander greifen und ja, perfekt harmonieren. Beim Thema Hausbau ist es so, um das Thema Nachhaltigkeit kommt man gar nicht drum herum. Das gehört einfach mit dazu.